Liebe Zuschauer, willkommen zurück zum dritten Teil Mein Business, dem Wirtschaftstalk hier bei MeinTV, heute zum Thema Ehe für alle. Und Herr Amberg, meine Frage, die mir jetzt quasi noch brennt zu stellen, wäre dann, ob dieses Gesetz denn jetzt nachträglich noch angreifbar ist? Ja, also grundsätzlich kann entsprechend dieses Gesetz angegriffen werden durch eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle. Die kann von der Landesregierung oder von einer Landesregierung eingereicht werden oder von einem Viertel der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und da geht es dann um die Frage der Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes. Und ist das Gesetz denn verfassungswidrig? Also da gibt es unterschiedliche Meinungen, Frau Koblenz. Und zwar geht es hier nicht um den Artikel 3 Grundgesetz, Gleichberechtigung, weil da müsste man eigentlich zum Ergebnis kommen, na, das kann ja nicht verfassungswidrig sein, sondern es geht um die Frage, ob der Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz dagegen verstößt oder das Gesetz gegen Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz verstößt. Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz sagt, dass die Ehe und die Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung steht. So, und das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Begriff der Ehe. Und wir müssen wissen, unser Grundgesetz wurde von den Verfassungsvätern im Jahre 1949 gemacht. Da war es hundertprozentig sicher, dass die nie auf die Idee gekommen sind, dass gleichgeschlechtliche Partner eine Ehe begründen können. Wenn ich so argumentiere, ist natürlich diese Öffnung von § 1353 auf gleichgeschlechtliche Partner sicherlich verfassungswidrig. Aber, jetzt kommt das große Aber. Man muss auch sich überlegen, dass im Jahre 1949 Homosexualität als Krankheit definiert worden ist und strafbar war. Bis 1994 war Homosexualität strafbar. Und wir haben Gott sei Dank einen gewissen Wandel in der Gesellschaft und in der Einstellung, auch in der Wissenschaft, erfahren. Und deswegen kann ich meiner Meinung nach ein Gesetz oder die Frage vom Artikel 6 nicht nur historisch entsprechend begründen, sondern es ist auch anerkannt, dass es eine entsprechende Wandelbarkeit von Verfassungsnormen geben muss. Sonst würde ich ja immer auf den Stand 1949 stehen bleiben. Und wenn ich das berücksichtige, dann kann also dieses historische Argument nicht das Argument meiner Meinung nach sein, weswegen es verfassungswidrig ist. Das zweite Argument hat so ein inhaltliches Argument, nämlich dass bewusst die Ehe als Keimzelle der Familie, des Staates darauf angelegt ist, dass Kinder daraus entstehen können. Das ist bei gleichgeschlechtlichen Partnern nicht möglich, das ist durchaus klar. Aber wenn ich mich auf diese Diskussion begebe, dann wird das Eis sehr, sehr dünn. Ja, ich habe vorhin davon erzählt, dass es in Deutschland 18 Millionen Ehen gibt. 9,7 Millionen Ehen sind kinderlos. Wenn ich also sage, eine richtige Ehe ist nur eine Ehe, in der Kinder entstehen, muss ich dann zukünftig meiner Eheschließung ein Gesundheitszeugnis vorlegen, ob ich zeugungsfähig bin oder nicht? Oder muss ich eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass ich Kinder haben will? Also Sie merken, da bin ich dann plötzlich wieder in der Ungleichbehandlung, weil auf die Idee wird keiner kommen, dass von heterosexuellen Paaren ein Gesundheitszeugnis oder eine eidesstattliche Versicherung verlangt wird. Aber bei gleichgeschlechtlichen Partnern ist dann plötzlich die Tatsache, dass keine Kinder aus dieser Beziehung entstehen, zumindest nicht auf biologischem Weg, elementar. Ja, also Sie merken, da bin ich dann wieder beim Artikel 3 Grundgesetz. Und ich muss mir auch mal die Dimension überlegen. Überlegen Sie, zum 1.10.2017 tritt das Gesetz in Kraft. Der zweite Punkt ist, dass es sicherlich, selbst wenn eine abstrakte Normkontrolle gemacht wird, es durchaus Jahre dauern kann, bis das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hat. Das heißt, ich habe so und so viele Ehen von gleichgeschlechtlichen Partnern. Soll dann im Nachhinein gesagt werden, Age, ihr dürft doch nicht. Das wäre für mich eine Manifestation von diesem Artikel, vom Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz. Also von daher bin ich sehr gespannt. Viele Juristen, auch anerkannte Juristen, auch ehemalige Bundesverfassungsrichter sagen, nee, tut mir leid, das ist einfach verfassungswidrig. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe auch, weil es eine gesellschaftspolitische Frage ist, wirklich diese Wandelbarkeit von der Verfassungsnorm im Vordergrund. Und ich sehe auch dieses Diskriminierungsverbot im Vordergrund. Und es ist insofern interessant, dass viele jetzt gesellschaftliche Formen, Kirchen und so weiter sagen,
es soll doch bitte diese Überprüfung durchs Bundesverfassungsgericht stattfinden. Also die katholische Kirche hat es entsprechend gesagt, die evangelische Kirche übrigens, die sagt, wir haben damit gar kein Problem. Also wenn wieder argumentiert wird, was ich im Rahmen der Recherche gelesen habe, das christliche Abendland geht unter, wenn Homosexuelle heiraten dürfen, christlich, evangelische Kirche ist auch eine christliche Kirche, also die hat kein Problem. Insofern wird dadurch, durch diese ganze Diskussion, wirklich offenbart, wie viele Vorurteile noch bestehen. Und wenn man sich das genau anschaut, diese wissenschaftlichen Untersuchungen sich entsprechend anschaut, da einfach mal die Fakten anschaut, kommt man zum Ergebnis, da ist eigentlich nichts dran. Und ganz offen, ich bin seit, jetzt muss ich aufpassen, seit 1997 verheiratet. Die Qualität meiner Ehe oder die Qualität der Ehe meiner Frau mit mir wird doch in keinster Weise dadurch beeinträchtigt, dass jetzt zwei Männer oder zwei Frauen heiraten dürfen. Also ich muss doch auch mal fragen, wem schadet das denn eigentlich? Und insofern ist es nicht verkehrt, wenn auch wir Juristen mal den gesunden Menschenverstand einschalten, den haben wir nämlich durchaus, und entsprechend wirklich überlegen, wem tut es denn weh? Und es tut eigentlich niemandem weh. Und das ist für mich das Entscheidende. Und dann ist die nächste Frage, wem bringt es denn was? Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es für viele Homosexuelle eine Befreiung ist, dass sie endlich in der Mitte der Gesellschaft anerkannt sind und angekommen sind und heiraten dürfen. Also von daher, lasst es doch zu, weil es ist doch kein Nachteil für keinen. Und was passiert jetzt, wenn das Verfassungsgericht doch sagt, es ist verfassungswidrig? Also auch das ist jetzt nicht der Weltuntergang, weil es besteht ja immer die Möglichkeit, die Verfassung insoweit zu ändern. Ich brauche halt eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag, dann kann das Verfassungsrecht auch diese Norm entsprechend geändert werden. Dann wird halt der Artikel 6 Absatz 1 ergänzt, dass dann eben da wahrscheinlich eine Definition der Ehe aufgenommen wird. Und da steht dann halt drin, die Ehe ist ein Zusammenschluss zweier Personen gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts. Und dann ist der Paragraph 1353 in seiner neuen Fassung auch wirksam. Also Paragraph 1353 wäre dann eben nicht verfassungswidrig, weil ja im Artikel 6 genau drin steht, was Ehe ist, nämlich auch der Zusammenschluss zweier gleichgeschlechtlicher Personen. Und im Endeffekt, wenn wir uns mit dem Thema Ehe beschäftigen, beschäftige ich mich eigentlich nicht so sehr mit der sexuellen Orientierung, sondern wenn man sich nochmal die Definition der Ehe anschaut, ist der Zusammenschluss zweier Personen auf Lebenszeit. Das heißt, da geht es um Liebe, da geht es um Beisammensein, um zueinander stehen. Und das nochmal hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Das ist so genau richtig, Herr Amberg. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass Sie heute wieder mein Gast waren. Dankeschön. Uns diese Fragen beantwortet haben über die Ehe für alle. Und liebe Zuschauer, ich würde mich auch sehr freuen, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten würden zu Mein Business, dem Wirtschaftstalk hier bei MeinTV.